Ich möchte euch heute zeigen, wie ich ein Brötchenrad backe. Das passt super auf ein Grillbuffet oder ist perfekt für den Frühstückstisch am Sonntag. Für den Teig braucht ihr 500 Gramm Weizenmehl Typ 55, 20 Gramm weiche Butter, 10 Gramm Rübensirup, 10 Gramm Salz, 10 Gramm frische Hefe, 170 Gramm Wasser und 100 Gramm Vollmilch. Wasser und Milch sollten nicht warm sein und höchstens Zimmertemperatur haben, da der Teig sehr intensiv geknetet und nachher sehr lange aufgearbeitet wird. Die Zutaten vermischt ihr dann in eurer Küchenmaschine auf langsamer Stufe und schaltet dann schneller, sodass der Teig intensiv geknetet wird, so lange bis er eine glatte Oberfläche hat und sich schön vom Kesselrand löst. Als nächstes gebt ihr eine Teigruhe von ca. 30 Minuten. Wenn die Teigruhe um ist, dann wiegt ihr kleine Teiglinge von ca. 90 Gramm ab. Jetzt solltet ihr 9 Teiglinge haben. Als nächstes wirkt ihr die Teiglinge rund, entweder auf der Hand oder auf dem Tisch, so wie ihr es am besten könnt. Oder ihr faltet die Teiglinge einfach zur Mitte. Die Hauptsache dabei ist, dass sich eine schöne glatte Oberfläche entwickelt. Danach werden die Teiglinge länglich vorgewirkt. Ihr könnt aber nach dem Rundwirken auch gerne noch mal ein paar Minuten den Teig entspannen lassen. Es sollten sich nämlich keine Risse auf der Oberfläche bilden. Nach dem Vorwirken gebe ich dem Teig immer noch ein paar Minuten, sich zu entspannen. Dann könnt ihr ihn besser länglich aufarbeiten. Jetzt nehmt ihr einen Teigling nach dem anderen, arbeitet ihn länglich auf und formt danach einen Knoten. Falls ihr das noch nie gemacht habt, zeige ich das euch jetzt hier nochmal. Und zwar sollte der Teigstrang, ich habe jetzt hier nachgemessen, ungefähr 35 cm lang sein. Das passt bei mir hier ganz gut. Und dann könnt ihr euren Knoten gut formen. Das rechte Ende lege ich über die Mitte des Teigstrangs, das linke Ende kommt in das Loch hinein und das rechte Ende ist dann noch frei und das lege ich dann komplett über den Knoten drüber und platziere es dann unten drunter. Genau das macht ihr jetzt mit allen Teiglingen, erst länglich aufarbeiten und dann zu Knoten formen. Als nächstes bereitet ihr euch noch euren Aufstreu vor. Ich habe jetzt hier Maisgrieß, Sesam, Leinsamen, dann so eine Mischung aus Saaten, dann Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne. Als nächstes befeuchtet ihr noch die Oberfläche eurer Teiglinge. Das geht ganz gut mit einem Wassersprüher. Nun drückt ihr die Teiglinge in eure Saaten hinein. Ich habe das hier so gemacht, dass ich einen in der Mitte platziert habe und die anderen Teiglinge um den Knoten in der Mitte herum. In der Zwischenprüfung der Bäckerausbildung werden gerne Brötchenräder gebacken. Diese sind dann nur etwas größer und haben unterschiedliche Formen wie Knoten, Einstrengzöpfe und Hörnern, die dann miteinander kombiniert werden müssen. Wenn ihr noch gerne weitere Videos über Brötchenräder sehen möchtet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nach der Aufarbeitung gebe ich die Gare im Ofen bei 30 bis 35 Grad und das kontrolliere ich auch gerne mit dem Thermometer, dass die Temperatur auf jeden Fall nicht über 35 Grad steigt. Die genaue Zeit der Gare richtet sich unter anderem nach Teigtemperatur, Teigfestigkeit, Raumtemperatur, Aufarbeitungszeiten und Ruhezeiten. Und bei mir waren das jetzt, glaube ich, ungefähr 40 Minuten. Schaut aber unbedingt, wie sich euer Teigling anfühlt und wie er aussieht. Kurz vor Ende eurer Gare holt ihr das Blech aus dem Ofen, um den Ofen vorzuheizen, und zwar auf 230 Grad Ober-Unterhitze. Wenn die Temperatur eures Ofens erreicht ist, dann sprüht nochmal mit dem Wassersprüher ordentlich Wasser auf euer Brötchenrad
Und dann schiebt ihr das Blech in den Ofen relativ weit unten und gebt Schwaden in eure Wasserschale oder auf euren Ofenboden, so wie ihr es immer macht. Und dann backt ihr das Brötchen gerade bei 230 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 25 Minuten. Das Brötchenrad schmeckt am besten frisch. Ihr könnt es aber auch gut vorbereiten, indem ihr die Gara einfach abgedeckt im Kühlschrank verlängert.